Freunde, wir müssen reden. Seven vs. Wild Staffel 4 ist Geschichte. Abgedreht, publiziert und wir können uns jetzt in aller Ruhe dem Ranking widmen und den Protagonisten, die es bis ins Ziel geschafft haben und jenen im Nachruf, die theoretisch sozusagen verstorben wären. Drei haben es also leider nicht geschafft. In den Anden wären das die gewesen, die man aufgegessen hätte, aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zum finalen Zieleinlauf auf der imaginären Brücke, da wo letztlich sozusagen die Exfiltration stattgefunden hat. Ja, das waren Momente, spannende Momente. Und lass uns doch gleich mal bei der Darstellung des Ganzen beginnen. Wir wissen ja, dass mit Kalevischen eine Produktionsgesellschaft mittlerweile hinter Seven vs. Wild steckt, die ein Gespür für den richtigen Augenblick hat. Wie bei Big Brother, wie bei The Bachelor, wie beim Dschungelcamp. Große Gefühle in kleinen Formaten. Und genauso läuft das jetzt auch hier. Das war ja keine Survival-Show. Das hier war eine Nabelschau menschlichen Empfindens. Und zwar während der Staffel und vor allen Dingen jetzt auch danach, wenn man Reddit und YouTube und all das so mit auf eine Linie bringt, stellt man fest, da war ganz schön was los. Ja, und deswegen schauen wir uns die sieben Protagonisten jetzt mal im Detail an und weisen ihnen auch ihre Rolle zu und stellen uns mal für einen Augenblick vor, das Ganze wäre so ein typischer US-amerikanischer Spielfilm. Sagen wir mal ein Highschool-Drama. Wir kennen das ja, so diese Highschool-Filme. Da haben wir immer die klassischen Protagonisten und all die finden wir auch hier in Seven vs. Wild wieder. Fangen wir doch mal an bei dem heißgeliebten Quarterback, der sich nachher so als ziemlicher Misanthrop, so als falscher 50er rausstellt. Diese Rolle hat man Joe Vogel auf den Leib geschrieben. Klar, wie der Quarterback hat er seine Qualitäten, hat seine Kompetenzen und glänzt da drin auch. Einzig der Charakter ist dann das, wo man sagt, er ist ein fiese Möb, wird man in Köln sagen. Er ist nicht wirklich liebenswert. Er ist eher von niederen Motiven getrieben. Kennt ihr aus jedem dieser Spielfilme. Das ist dann der, der die schönen Mädels kriegt, aber im Grunde genommen, wo sich jeder wünscht, wo kommt jetzt der, der ihm eins aufs Maul haut? So mal in die hohle Hand gehustet. Ja, und den gibt's leider bei Seven vs. Wild so nicht. Einer der Protagonisten hatte dazu das Potenzial, aber offensichtlich das Drehbuch nicht richtig verstanden, aber da kommen wir noch drauf. Denn es gibt dann den kennt ihr auch aus diesen Highschool-Filmen, das ist der gute Freund. Das ist der, wo zwei Frauen sich miteinander unterhalten oder zwei der Mädels und der eine sagt, nein, er ist nicht der gute Liebhaber, aber er ist ein verdammt guter Freund. Er ist ein netter Kerl. Die Rede ist von Joey Kelly, dem liebenswertesten Sidekick, den es bei Seven vs. Wild wohl geben kann. Einer, der sich abrackert, der sich bemüht. Stellt euch die Situation doch vor. Ihr habt Showdown, die Prinzessin des Films am Boden zertrümmert, weil der Quarterback sie alleine gelassen hat, ihr den Laufpass gegeben hat. Und unser Sidekick karrt ihr kubikmeterweise die Tempotaschentücher hin, immer im Glauben, dass seine Angebetete merken müsste, wie sehr er doch in sie verliebt ist. Und die beiden reden nächtelang miteinander und er baut sie wirklich auf, bis zu jenem legendären Abend, als sie ihm ihren Neuen mit den Worten vorstellt, und das ist Joey, einer der ganz lieben Freunde, der liebsten Freund, den ich habe. So viel zu Joey Kelly. Und dann haben wir da noch, ja, Uwe. Für mich hat Uwe das Potenzial gehabt, in dieser Staffel der absolute Hero zu werden. Er wäre derjenige gewesen, wenn er seine Rolle verstanden hätte, der aufgrund der Veranlagung liebenswert, nett, charmant, muskulös, immer gut gelaunt. Herz, was willst du mehr? Er war Romeo. Er wäre derjenige gewesen, der aufstehen hätte müssen und wo es dann kurz mal geschallert hätte und dann hätte man im Sonnenuntergang, hätte er Julia über den Fluss tragen müssen. Romeo und Julia über den Fluss. Aber nein, wer hat Julia über den Fluss getragen? Es war der nette Kerl. Die haben das Drehbuch nicht bis zu Ende gelesen. Also Uwe, zwei Daumen rauf, netter Zeitgenosse, wirklich während der ganzen Zeit unterhaltsam.
kein böses Wort, wirklich einer derjenigen, den man gerne nochmal sehen würde. Ja, und dann kommen wir eben zu Julia, der Julia in dieser Geschichte. Sie war im Grunde genommen die Frau, nicht die sich nicht traut, sondern der man nichts zugetraut hat. Voll im Rollenklischee verhaftet war sie auch von der Kleidung. Denkt mal an das Titelbild, mittig positioniert, rotes Mützchen, rote Jacke, damit man ja sieht, ihr müsst hier hingucken, die hat blonde Haare. Und sie ist unser weiblicher optischer Aufheller mit rot lackierten Fingernägeln. Aber arbeiten durfte sie nichts, weil man hat ja wohl Angst, die verletzt sich. Und dann ist unser optischer Aufhänger irgendwann raus, weil er sich in den Finger geschnitten hat oder evakuiert werden müsste. Das heißt, ich glaube, Julia hat sich hier weit unter Wert schlagen lassen müssen, weil man ihr nichts zugetraut hat. Sie hat auch das Lager nicht verlassen, bis auf den Evakuierungsmarsch. Ganz am Schluss hat man ihr auch da gesagt, nö, bleib mal sitzen, leg dich mal hin, schon dich mal. Und es fing ja schon sehr früh an, dass sich die Männer als Ritter in der glänzenden Rüstung an den beiden Mädels abarbeiten durften, indem sie sich als Kavaliere gefühlt haben. Man hat ihnen die besten Plätze gegeben, man hat ihnen das meiste Essen gegönnt. Man hat sie verwöhnt. Das heißt, kein Mann fühlt sich so gut wie in dem Augenblick, wenn er den Kavalier und Helden spielen kann. Merke, willst du einen Mann gewinnen, stell dich arm und hilflos. Er wird alles tun, damit er sich gut fühlen kann, indem er dir weiterhilft. Julia ist clever genug zu erkennen, wie sie ihre Rolle bestmöglich gespielt hat. Ja, und dass sie ihr Herz nicht während der dramatischen Folgen von Seven vs. Wild an den einen oder anderen verschenkt hat, ist vielleicht dem Drehbuch geschuldet oder der Tatsache, dass wir doch nicht so nah am Bachelor waren. Was aber passiert ist, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, das sind die Anfangsszenen. Ihr wisst das, das Cheerleader-Mädel, die Chefin der Cheerleader, unsere Julia, ist am Anfang den bösen Machenschaften von Joe Vogel, also dem Quarterback, auf den Leim gegangen. Wir kennen das, Konditionierung, wie bei den Popovschen Hunden. Ich habe mir jetzt sagen lassen von einem von euch, es war keine rote Lampe, es war ein Summton. Sei es drum, Summton, Futter, nachher kein Futter, nur Summton, passt auch besser zu dem dauerbeschallenden Joe Vogel. Er hat was gesagt, Julia war begeistert und hat Männchen gebaut. Das heißt, diese Abhängigkeit, diese emotionale Abhängigkeit war spürbar, passt ins Drehbuch. Jedes Highschool-Musicals oder jede, na gut, sie hätten dafür anfangen müssen zu singen, aber es war ein Spielfilm. So, damit haben wir die vier abgearbeitet, die in einer heroischen Aufnahme langsam über die Brücke gegangen sind, wobei man dazu sagen muss, Joe Vogel barfuß. Ja, er hat die härtesten Nummern durchgezogen. Ja, okay. Rücken wir die viermal zur Seite und kommen noch ganz kurz auf die drei, die die Folge, wenn man im Plot bleibt, also im Storyboard bleibt, nicht überlebt haben, sozusagen, die sich für die anderen geopfert haben. Fangen wir auch da bei dem Rollenbild an des Welpen. In jedem Film gibt es den kleinen Süßen, den man ins Herz schließt, der will ja nur spielen, der mit dem Dackelblick zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen, dem man nicht böse sein kann, um jetzt bei den Welpen zu bleiben, wenn er mitten in die Wohnung macht. Weil er kann ja noch nicht, er muss ja noch lernen. Und es war doch rührend, wie Hugo diese Rolle angenommen und ausgefüllt hat. So lange, wie er dabei war. Und dann war Schicht im Schacht. Da kann man ihm nicht böse sein, weil er hat seine Milch gegeben und seinen Beitrag gebracht. Und dann hat man ihn halt aus dem Skript geschrieben. Kann passieren bei jeder Produktion, denn man braucht auch hier, um die Ernsthaftigkeit der Situation zu unterstreichen, eben auch jene, die den Serientod sterben. Ja, blieben noch zwei, die wir betrachten müssen. Das eine ist Sandra. Sandra ist sozusagen die weibliche Version von Joey Kelly. Das kennen wir auch. Eine attraktive Blondine wirkt immer nur dann gut, wenn sie eine füllige Brünette daneben hat, damit der Kontrast größer ist. Haben wir auch in jedem Highschool-Film, dass wir die eine haben, die so chronisch unterschätzt wird, weil sie etwas voluminöser ist, weil sie eine Zahnspanne trägt oder eine große Brille auf hat oder eine unmögliche Frisur. Nun,
Unsere Selfie Sandra hat diese Rolle mit Bravour gegeben. Sie war herzlich, sie war laut, sie war ein wenig eindimensional. Da macht sie aber auch keinen Hehl draus. Das war nie was, was sie vorgegeben hat, dass sie da anders wäre. Sie kokettiert mit dieser Rolle und lässt damit aufgrund der Fallhöhe neben sich Julia besser aussehen. Das ist toll. Das muss man ihr auch hoch anrechnen, dass sie diese Rolle von Anfang an genau so angelegt und gelebt hat. Sie ist der Kumpeltyp. Das, was Joey Kelly unter den Jungs ist, das ist sie bei den Mädels gewesen. Das ist die Frau, der man die Dose Bier rüberwirft und sagt, ächzen wir? Also ganz, ganz toll in der Kombination und wiederzufinden in jedem Teenager-Spielfilm dieser Welt. Bleibt nur noch einer, den wir besprechen müssten, und zwar an dieser Stelle wäre das Stefan. Ja, Stefan ist irgendwo zwischen Baum und Borke. Das ist so dieser Running Gag, den man vielleicht bei manchen Filmen auch hat. Er ist so derjenige, den man mit einbaut, um Menschen auf die falsche Fährte zu locken. Man weiß am Anfang nicht, ist es der Held, ist es der Anti-Held, ist es der Gute, ist es der Böse? Das kennt ihr auch aus genau diesen Filmen. Das sind diese dubiosen Gestalten, die irgendwie in ihrem Charakter nicht frühzeitig festgelegt sind. Der tragisch scheiternde Held oder der niederträchtige Scheinheilige. Und genau da spielt Stefan seine Rolle herausragend. Gut, auf der einen Seite ist er der offenherzige, nette, der sich über die Landschaft freut, der positiv gestimmt ist und dann auf eine Phalanx, eine Front trifft, die ihn mobbt und ihn außen vor lässt. Das heißt, dieser Twist in dieser Persönlichkeit, dieser gebrochenen Persönlichkeit, gibt dem ersten Teil der Staffel so seine ganz persönliche Note, ohne ihn zum Helden zu machen, denn man muss ja weiterleben, wenn er den Plot verlässt. Und das hat man gut hingekriegt. Also ihr merkt, Seven vs. Wild Staffel 4 hat alles, was ein solcher Spielfilm braucht, um zu unterhalten. Es ist also eine toll funktionierende Geschichte mit den Stereotypen, die du brauchst, die ihre Rolle bis zum Ende sauber durchgezogen haben. Nur mit einer Survival-Show hat das Ganze so gut wie nichts zu tun. Darüber müssen wir uns klar sein. Das hat nichts damit zu tun, dass es hier ums Überleben ging. Hier ging es ums Unterhalten. Und das hat in Teilen für die Hauptzielgruppe der jungen Menschen durchaus super funktioniert. Das heißt also, das etwas bessere High School Musical ist hier im YouTube-Format oder bei Amazon zu sehen gewesen. Freuen wir uns auf die Elite-Variante im nächsten Jahr. Ciao for now, euer Chris.